Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Auch heute kümmern wir uns wieder um eine alte Hypostase, und zwar die Anemo-Hypostase Beth, ganz im Norden von Mondstadt bei den Windblickbergen oder in den Windblickbergen. Ganz oben ist die Arena davon und es ist eben die Anemo-Hypostase, droppt entsprechend die Materialien, die gleichen Artefaktsets wie die meisten Hypostasen und heißt Beth. Und die einzige Besonderheit bei der Hypostase ist eigentlich, dass ihre Wiederbelebung wahrscheinlich die leichteste überhaupt ist. Also ihre Wiederbelebung aufzuhalten ist wahrscheinlich am leichtesten, da man kein bestimmtes Element dafür benutzen muss. Beziehungsweise generell ist das wahrscheinlich die einzige Hypostase, für die man gar kein bestimmtes Element braucht. Oder nicht mal vorteilhaft ist, weil es eigentlich egal ist. Hauptsache, du benutzt nicht Anemo. Ist im Endeffekt die einzige Devise. Es ist einfach nicht Anemo. Alles andere funktioniert. Und das ist relativ chillig, das heißt, damit ist sie wahrscheinlich die leichteste Hypostase zu farmen. Und die einzige Besonderheit im Kampf ist eigentlich, dass sie einen Move hat, bei dem man wirklich aufpassen muss, weil der extrem viel Schaden macht. Und das ist der hier. Man wird rangepullt und dafür braucht man entweder ein Schild oder einfach einen Charakter mit verdammt viel Leben, um den zu überleben. Ansonsten, wie ich es gerade gemacht habe, einfach rausgehen, abwarten, bis der Skill vorbei ist und dann ist man good to go. Ja, aber wenn man den Skill tanken will, also wenn man da quasi drin stehen bleiben möchte, dann sollte man sehr viel HP haben. Das war jetzt der falsche Skill, RIP. Das war der falsche Skill. Wie ich gerade schon erklärt habe, Anemo ist hier nicht so gut. Deswegen, ja, aber ich habe auf den falschen Charakter gewechselt, leider. So, da haben wir sie schon gedownt, das ist jetzt natürlich ein kleiner Speedrun hier von mir. Und zur Wiederbelebung muss man einfach nur diese Windkristalle einsammeln. Und wenn man die alle eingesammelt hat, dann stoppt man quasi die Wiederbelebung. Also eigentlich nicht wirklich, sie wird trotzdem so gesehen wiederbelebt, aber nur mit ganz, ganz wenig Leben. Und dann muss man sie im Endeffekt nur noch finishen. Das seht ihr jetzt gleich, was ich damit meine. Also man hat jetzt quasi noch nicht gewonnen, was eigentlich bei normalen Hypostasen oder bei den anderen Hypostasen wäre das jetzt eigentlich der Fall, wenn man die Wiederbelebung sozusagen verhindert. Weil deswegen verhindert man ja die Wiederbelebung eben, damit sie nicht wiederbelebt wird. In dem Fall... Haben wir jetzt etwas zu früh reingelaufen. In dem Fall ist es aber so, dass die Hypostase einfach mit ein ganz kleines bisschen Leben noch überlebt und dann quasi noch ein paar Skills machen könnte, theoretisch, bis man sie eben besiegt. Aber ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Recht simpel, wie gesagt, mein Schaden war jetzt natürlich relativ hoch. Also am Anfang hat man vielleicht nicht ganz so gute Schadenszahlen, beziehungsweise finisht sie nicht ganz so schnell. Aber es ist, wie gesagt, relativ simpel. Also man muss wirklich nur diesen einen Skill ausweichen, dieses Ranziehen. Das ist mit Abstand der stärkste Skill, den sie kann. Ansonsten hat man eigentlich keine großen Probleme. Es ist eigentlich wirklich die Hypostase. Es ist relativ einfach, alle Fähigkeiten auszuweichen und dann einfach Schaden machen. Und die Wiederbelebung, wie gesagt, ohne irgendwelche Elementarkombis, die man unbedingt haben braucht, um sie zu stoppen. Also es ist echt ziemlich chillig. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's kurz rein. Ciao, ciao.